Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Guide zu Conan Exiles Isle of Zipta. In dieser Folge, die nicht sehr lange dauern wird, werde ich euch zeigen, wie ihr im Early Access für den PC auf die neue Karte kommen werdet. Gehen wir hier einfach mal auf Online spielen, denn das ist extrem wichtig. So, das erste, was wir sehen, sind natürlich die gesamten Insellisten. Hier sehen wir Isle of Zipta bei meinem eigenen Server, ebenso auf den beiden öffentlichen, auf denen ich am Spielen bin. 1021 sind die ursprünglichen Exiled Lands und 6011 ist die Erweiterung Isle of Zipta. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist hier dieser kleine Bereich Kartenname. Hier steht im Moment Any, also für jeder. Hier können wir aber auch auswählen. Wir können wählen zwischen The Exiled Lands und schon werden uns nur Karten mit The Exiled Lands angezeigt. Aber auch The Isle of Zipta. Sobald wir das ausgewählt haben, werden uns alle Server angewählt, auf denen nur Isle of Zipta gespielt werden kann. Danach geht ihr dann einfach hin, sucht entweder im Internet oder bei offiziellen oder auf Favoriten, wie ihr es möchtet, oder in dem Verlauf, wo ihr zuletzt gespielt habt. Das ist komplett euch überlassen. Ebenso könnt ihr nach wie vor auswählen, welchen Kampfmodus ihr haben wollt, ob ihr PvP haben wollt, also einen reinen PvP-Server, ob ihr einen reinen PvE-Server haben wollt, wo also mehr Rollenspiel betrieben wird, beziehungsweise wo die Geschichten erkundet werden, oder ob ihr eine Mischung haben wollt zwischen PvE und PvP. Das ist der sogenannte PvE-Konflikt. Server. Ebenso könnt ihr auswählen, welche Gemeinschaft ihr haben wollt, ob ihr Purist sein wollt, ob ihr entspannt spielen wollt, ob ihr Hardcore haben wollt, Rollenspiele, experimentell. Das ist die Schwierigkeitsstufe, die ihr haben möchtet. Ebenso könnt ihr eine Region aussuchen. Wollt ihr mit Amerikanern zusammenspielen, mit Asiaten, in der EU, mit Japan, Lateinamerika oder Ozeanien, also sprich Australien und so die Gegend. Das könnt ihr dann auswählen. Ebenso wie groß die, wie stark die Serverpopulation sein soll, soll es alle sein, egal ob es vollbelastete Server sind oder nur leichte, niedrig belastete. Und dann könnt ihr auch einstellen, wenn ihr lieber mit wenigen spielen wollt, geht ihr auf niedrig, mittel für mittel oder hoch, wenn viel los sein soll. Servername und Ping sind natürlich optional. Maximale Ping-Anzahl ist hier ganz, ganz wichtig. Umso höher eine Ping ist, umso schlechter ist natürlich eure Verbindung auf dem Server, auf dem ihr spielen werdet. Das bedeutet, es kann relativ häufig zu Spielenabbrüchen kommen. Umso niedriger eine Ping ist, umso besser ist es für euch. Servername, wenn ihr einen speziellen Server habt und ihr mit denen mit dem dann spielen wollt, gucken wir einfach mal. Okay, meiner ist jetzt hier natürlich vorgemerkt, weil ich ihn in der Favoritenliste habe, aber ihr könnt dann zum Beispiel eingeben Maeroth und schon werden Maeroths verbannte Lande angezeigt. Das ist mein privater Server, den ich mir gestern eingerichtet habe. So, ebenso könnt ihr einwählen ungültige Server, Server mit Mods, Server ohne weg. Das ist aber alles unwichtig. Wenn ihr im Einzelspieler-Koop-Modus spielen wollt, geht das gleiche ähnlich. Nur, dass dann halt natürlich keine Serverliste ausgewählt werden kann. Ihr klickt einfach auf Neues Spiel, Koop- bzw. Einzelspieler-Modus spielen, das ist euch überlassen. Berechtigungen werden überprüft und dann seht ihr, könnt ihr es auswählen. Wollt ihr im Lande der Verbannten spielen, auf zivilisiert, dekadent, barbarisch, das sind die Schwierigkeitsstufen. Oder wollt ihr auf der Insel von Zipta spielen, auch hier zivilisiert, dekadent, barbarisch. Und last but not least könnt ihr auch noch die Einstellungen generell individuell vornehmen, wo ihr alles dementsprechend einzeln einstellen wollt. Hier ist es wichtig, dass ihr bei der Karte entweder The Exiled Lands für das klassische Gebiet oder The Isle of Zipta für das neue Gebiet einstellt. Ja,
Und das war es auch schon gewesen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Guide gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo da lasst. Einfach den kleinen Button unten drücken mit der kleinen Erinnerungsglocke. Die kleine Erinnerungsglocke ist ein sehr hilfreiches Tool. So erfahrt ihr nicht nur, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Nein, ihr werdet auch davon in Kenntnis gesetzt, sobald ich einen Livestream starte. Ja, Livestreams sind neu bei mir. Ich habe gestern mal einfach spontan einen gemacht. Da hat der Chat leider nicht funktioniert. Mir wurde nichts angezeigt. Ich hoffe aber, dass ich diesen Fehler behoben habe und dass es beim nächsten Stream, höchstwahrscheinlich heute Abend, beziehungsweise spätestens morgen, der Fall sein wird. Ja, und dafür ist die kleine Erinnerungsglocke gut. Ansonsten noch liken und kommentieren nicht vergessen und schon ist jeder glücklich. Aber ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis später denn. Ciao, ciao.